Ja, wir haben minus 6 Grad hier, wir haben Januar, aber ruckzuck ist Karneval und dann kommt auch wieder Ostern. Und ihr wisst ja, Oktober bis Ostern, dann ist wieder ein Radwechsel angesagt. Und ja, wir wollen heute mal schauen, was muss man beachten beim Radwechsel. Wir haben ein paar Fahrzeuge, wo wir die Räder wechseln müssen. Und deswegen haben wir hier eine Garage, wo die alle eingelagert sind. Und da haben wir natürlich auch einen tollen Wagenheber. Aber jetzt machen wir einfach mal einen Radwechsel mit gutem Werkzeug und wie man da so vorgehen muss. Kommt einfach mit. So, da darf ich euch vorstellen, den Peter, der kümmert sich um unsere Fahrzeuge, sorgt immer dafür, dass die einen frischen TÜV oder Hauptuntersuchung haben und wechselt die Räder. Und der zeigt uns heute mal, wie man das ordentlich macht mit dem Radwechsel. Viel Spaß dabei! Okay, Peter, du hast jetzt schon hier einiges vorbereitet, ne? Wir schauen jetzt mal, wie funktioniert das mit dem Radwechsel, ne? Jetzt haben wir hier natürlich schön so einen Werkstattwagen und so weiter, ne? Auf der Straße sieht das anders aus, aber wir schauen ja mal jetzt hier unter Optimalbedingungen, ne? Also wichtig ist auch, dass man Vorbereitung trifft, indem man genau weiß, was für Fahrzeug, was für Schlüssel, wie viel Luftdruck, was für Newtonmeterzahl, damit man am Ende problemlos, ohne viel zu suchen, effektiv arbeiten kann. Mit wenig Werkzeug effektiv arbeiten bedeutet auch nicht zu viel haben. Wichtig ist, dass man jetzt das Nötigste hat, wie Schlagschrauben, Drehmomentschlüssel, eine Knarre mit Verlängerung und dazu passenden Schlüssel. Genau, der Peter hat sich hier schon aufgeschrieben, wie viel Luftdruck auf welchen Reifen wird im Tesla auch immer angezeigt unter Service, ne? Und mit wie viel Newtonmeter hat er im Internet, glaube ich, hast du recherchiert. Ne? Selbstverständlich. Genau. Ne? Ansonsten haben wir alles im Handbuch, im Fahrzeug, am Monitor gut abzurufen. Ja. Und wichtig ist jetzt nie Metall auf Metall. Immer eine gute Unterlage. Bei Tesla zum Beispiel sowas passt unter jedes Rad. Es ist eine Öffnung, wo man das reinstecken kann. Mhm. Und dann haben wir zusätzlich noch einen großen, schweren Wagenheber, der auch für sowas geeignet ist. Wichtig ist bei Tesla-Fahrzeugen oder Elektrofahrzeugen nicht die Mitte an der Achse hochdrücken. Das sind Fahrzeuge mit Einzelradaufhängung, bedeutet jedes Rad einzeln nach oben und dann dementsprechend ablassen. Absichern und wir fangen damit an, suchen wir uns eine richtige Stelle aus, wo wir Wagenheber drunter setzen, Räder absichern und fangen wir mit der Demontage vom Rad aus. Ja, wichtig ist auch erstmal das Fahrzeug zu sichern, ne? Also die Handbremse anzuziehen. Ne? Genau. Genau, das haben wir schon gemacht. Hier beim Tesla lange den Knopf drücken, den rechts an dem Hebel, dann ist die Handbremse drin. Genau, deswegen haben wir jetzt hier noch Keile untergelegt, ne, vom Anhänger. Und die Hinterachse ist jetzt ganz bombenfest durch die Handbremse. Wichtig bei schlechtem Wetter. Knieschoner, ja. Nicht unbedingt am Beton. Genau, warte eben hier. Peters Knieschoner. Ne? Notfalls kann man auch eine Fußmatte verwenden. Genau, ja. Wichtig ist, dass man an eigene Sicherheit und Gesundheit denkt. So, das Teil. Man kann hinten unter der Achse anheben und an der Seite. Bei vielen Fahrzeugen ist das möglich, auch bei Tesla kann man eigentlich unten auch anheben. Es ist auch eine Möglichkeit. Wir machen das aber ordnungsgemäß mit dem Gummipuffer, was direkt unter dem Fahrzeug angebracht wird. Hier unten haben wir Öffnung und da kommt der Puffer drunter und anschließend werden wir das mit dem Hubwagen hochheben. So, jetzt einmal hochpumpen. Erstmal nur so weit, dass der Puffer drin ist, dass nichts wegrutscht. Und jetzt fangen wir erstmal mit Demontage vom Rad und Schrauben lösen. Kappe, niemals mit dieser Seite zum Boden legen. Der Lack ist sofort kaputt. Also ordentlich ablegen und jetzt mit Drehmomentschlüssel Reihe nach alle Schrauben lösen. Wir gucken auf die Größe.
Es scheint recht groß zu sein, könnte sein. Sogar 22, glaube ich. Ne? 21er Größe, okay. Passt perfekt. So, Drehmomentschlüssel ist ganz runtergefahren, das ist wichtig. Anschließend machen wir auf diese Zahl, die wir brauchen, bei der Tesla Y ist das 175 Newtonmeter. Um die Schrauben zu lösen, brauchen wir mindestens so viel. Anschließend Drehmomentschlüssel sichern, damit wir da nichts verstellen. Wir haben 170, 175 und jetzt einmal sichern und damit kann ich die Schrauben lösen. Die Kraft der Drehung wird in Newtonmeter angegeben. Was das im Endeffekt bedeutet, können wir auch noch mal ein Video zu machen. Ne? Da gibt es auch schon welche im Netz, auch ganz spannende. Und genau, ja, jetzt heben wir den Wagen. Der knackt dann, ne, wenn das Drehmoment genau erreicht ist, ne? Dass man die Schrauben nicht zu fest vor allen Dingen anzieht. Genau, so weit anheben, dass das Rad in der Luft ist. Ne? Bodenfreiheit behalten. Ja. Die Räder mit unterschiedlichem Profil, manchmal 2-3 mm Unterschied, macht schon was aus, dass man ein Rad runternehmen kann, anderes aber nicht drauf sitzt. Deswegen eine gute Absicherung in der Höhe. Und jetzt, sobald es gelöst ist, kann man mit kleinem Schlagschrauber. Kann man natürlich auch mit einem Radkreuz machen. Ne? Wir haben das jetzt hier schön mit dem Akku-Schlagschrauber. Damit das bequem und schnell geht. Wichtig ist, Schrauben oder Radmuttern nicht einfach auf den Boden werfen. Gehören in ein Kästchen. Vorsichtig abheben. So, jetzt haben wir es dran denken. Je nachdem, man muss nicht unbedingt immer außen mit Kreide, zusätzlich auf der Felge von innen. Rad hinten rechts. Und Fahrzeug, damit man nicht durcheinander hat, falls man mehrere von denen besitzt. Ob Sommer oder Winter, nicht mit der Felge, mit der Außenseite zum Boden legen. Da ist sofort Marke an der Kante, passiert so oder so. Deswegen immer mit der tiefen Seite ablegen und weit genug, dass man Platz hat. Jetzt können wir zufälligerweise auch noch alles nachgucken, ob Bremsbeläge in Ordnung sind. Ist die beste Gelegenheit. Man kann es einmal anleuchten. Und dann wissen wir genau, es sieht sehr gut aus, also keine Beanstandungen, das sieht man ganz deutlich. Die Scheibe ist gleichmäßig abgenutzt, also ist alles perfekt. In umgekehrter Reihenfolge werden wir jetzt das Rad wieder montieren. Ist genau gleiches Vorgehen bei Sommer- wie auch Winterrädern. Also kommen wir jetzt in umgekehrter Reihenfolge zur Sache, wie das Rad neu montiert wird. Bei dem neuen Rad, jetzt ist das natürlich das, was wir gerade abgenommen haben, müssen wir dann natürlich gucken, haben wir genug Profil. Hier haben wir wieder diese Stege, diese TWI-Markierungen. Mal schauen, was haben wir auf der Seite. Da steht auch TWI dort, ganz klein. Ne? Da ist also diese Markierung. Wenn also das Profil, das Positivprofil auf dieser Höhe ist, dann sind wir an der gesetzlichen Grenze. Ist ein Winterrad, wir haben noch genug, aber ja, wird auch bald schon langsam Zeit. Dann schauen, ob keine Fremdkörper da drin sind. Und Luftdruck kontrollieren wir gleich sowieso noch. Ne? Wir haben hier einen Kompressor und dann kontrollieren wir das noch. Der hat jetzt sowieso wegen der Kälte, also minus 6 Grad haben wir heute, zu wenig Druck angezeigt. Da sieht man also, wie die Luft sich zusammenzieht bei kaltem Wetter. Und deswegen werden wir jetzt gleich mal ein bisschen was auffüllen. Man merkt immer, wie der Druck dann steigt, wenn man fährt. Ne? Aber er zeigt im Moment sogar eine Warnung, weil es eben so sehr kalt ist. Ne? Deswegen heißt es auch vor dem Winter ein bisschen mehr Luftdruck, damit das eben nicht passiert, dass durch die kalte Luft der Druck sinkt. Auch sieht man äußerlich keine Beschädigung, keine Beulen. Oben und unten, links und rechts, Außenseite ist alles soweit in Ordnung. Bedeutet, wir dürfen das Rad wieder draufsetzen. Möglichst nah dran fahren, dran rollen und dann am besten immer beobachten auf eine bestimmte Richtung. So, einmal ein bisschen absichern mit Fuß, damit das nicht runterkommt. Man könnte das eventuell auch noch mit Holz machen. Und fangen wir damit an, nicht mit Schlagschraube. Erstmal sichern mit einer Mutter, damit das Rad nicht runterkommt.
und dann können wir erstmal weiterarbeiten. Schlagschraube kann das Gewinde sofort beschädigen. Bei zu schneller Drehung, jetzt weiß ich, kann ich mir runter, kann ich mir Reihe nach von Hand anschrauben und den Rest nachher mit Drehmomentschlüssel. Eine Sache ist auch wichtig, nachher nach dem groben Festmachen im Kreuzverfahren die Schrauben anziehen, also nicht Reihe nach, nur immer jede zweite Schraube, bis wir alle durch haben. So, die erste Stufe ist fertig, jetzt kann ich das wieder leicht festmachen. Soweit das Rad befestigt ist, Wagenheber runterlassen. Dann haben wir genug Widerstand wegen Drehmomentschlüssel. So. Und nicht vergessen, oft genug ist diese Gummieinlage unten im Auto fest. Ja. Je nach Bedienung. Manchmal gibt es kleine Dichtungen drauf, je nach Auto. Deswegen immer dran denken, sofort rausnehmen. Sonst bleibt das unten am Fahrzeug und geht während der Fahrt verloren. Soweit so gut. Jetzt gucken wir noch mal unser Drehmomentschlüssel. Ein Newton sind etwa umgerechnet 100 Gramm, 102 Gramm. Und wenn man jetzt 175, also das heißt 100 Gramm an einen Hebel von einem Meter Länge, würde ein Newtonmeter ergeben. 175 Newtonmeter würden also jetzt heißen, wenn wir jetzt einen Hebel hätten, der ein Meter lang wäre, müssen wir mit 17,5 Kilogramm außen bei den 1 Metern draufdrücken. Und das macht dieser Schlüssel hier, der ist ja nur einen halben Meter lang oder noch weniger, können wir ja gleich mal messen. Gucke ich mal, ob wir einen Zollstock haben. Hört mal ganz deutlich, dass es jetzt maximal im Drehmoment gereicht. Und jetzt haben wir alle fünf durch. Jetzt kann man alle im Schnellverfahren noch mal ganz nachziehen und gucken, ob tatsächlich alle fest sind. Hiermit haben wir es geschafft. Das Rad ist gewechselt, kommt nur Radkappe drauf und damit können wir weiterfahren. So, wichtig ist, in der Radkappe Ausschnitt für Ventil beachten. Manche versuchen mit Gewalt die Kappe draufzusetzen, leider ohne Erfolg, damit man nachher im Notfall auch gut drankommt und tatsächlich immer aufpassen. Gut umdrehen und mit Ventilkappe anfangen, dass man genau dran hat. Fertig. Vorne beide Keile entfernen. Der zeigt ein bisschen falsch an, ne, glaube ich. 0,1 oder 0,2 ist ja Toleranz. Also wir pumpen das jetzt auf ca. 3,1 Bar. Diesen kleinen Toleranzen dazwischen. So haben wir ca. 3,1. Am Ende haben wir um 2,9 bis 3 Bar. Und das ist das Richtige, was wir für das Rad brauchen. So, jetzt wollen wir mal schauen, was unsere Luftdruckanzeige macht. Jawohl, ne? Also der erste ist schon, oder die sind jetzt schon synchronisiert. Hier haben wir jetzt 2,9 und 2,8 Bar. Wir haben gerade was aufgefüllt. Das letzte Rad hinten rechts ist noch nicht synchronisiert. Aber da fährt man ein paar Meter und dann klappt das auch gleich. Vor 18 Minuten steht hier letzte, da jetzt haben wir es 2,9, 2,8 Bar, haben wir jetzt meckert er nicht mehr. Ja, jetzt stellt sich die Frage, das ist ja ein Allrad-Tesla und mich würde mal jetzt interessieren, die Handbremse wirkt ja aufs Hinterrad, was ist mit dem Vorderrad? Ne? Lässt sich das drehen oder nicht? Bei einem Verbrenner mit Frontantrieb kann ich ja den Gang einlegen, dann ist das Vorderrad blockiert. Das ist nicht schlimm, wenn es nicht blockiert ist, weil ich ja einfach... Oh, Moment, jetzt müssen wir hier... Da ist es, okay. Mal rechts rüber. Nee, warte, ist noch nicht gut. So, jetzt einmal hoch. Das würde mich doch jetzt mal interessieren, wie sich das auswirkt.
So, Vorderrad ist in der Luft und dreht einfach frei, ne? Also die Handbremse wirkt immer aufs, oder in den meisten Fällen, es gibt auch andere Autos, aber im Normalfall wirkt die Handbremse aufs Hinterrad. Und hier hätten wir jetzt beim Vorderrad das Rad frei, ne? Das müssen wir also dann unbedingt auf dem Boden lassen, damit wir überhaupt die Radmuttern gelöst bekommen, ne? Ja, jetzt haben wir mal gesehen, wie man so einen Radwechsel durchführt mit allem Komfort und zurück, ne? Also mit guten Werkzeugen in diesem Fall. Wir werden das demnächst nochmal machen mit dem normalen Bordwerkzeug. Und wenn wir noch irgendwo, müssen wir mal schauen, ob wir ein Auto haben mit einem Ersatzrad und mit Wagenheber. Einen Daumen hoch, ne? Glocke aktivieren und Kanal abonnieren. Apropos Kanal, stöbert mal durch. Wir haben da Filme teilweise über 500.000 Mal geklickt. Spiegel einstellen zum Beispiel. Ganz einfaches Video, wie man die Außenspiegel, wie man den Innenspiegel richtig einstellt, und wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Ciao!